Hallöchen zusammen, liebe DAX-Freunde. Heute treffen wir uns hier mal für ein ganz anderes Video. Heute geht es nicht um Bonsais. Es geht auch nicht um Feuerwerke, die ich filme. Das war nur eine einmalige Aktion. Und solche einmaligen Aktionen werde ich jetzt öfter auf meinem Kanal machen. Sorry jetzt schon mal dafür, dieses Video wird viele Cuts haben. Es gibt nämlich ein paar Gründe dafür. Erstens, es fahren dauernd Autos vorbei. Genau. Zweitens, ich verspreche mich am laufenden Band. Und auch wenn das überhaupt nicht geskriptet ist und ich das hier einfach so erzähle, wie es mir gerade einfällt, zufällt, wie auch immer, kann ich so ein paar Sprachfehler nicht drin lassen. Das ist dann echt nervig. Ansonsten versuche ich in meinen Videos immer so zu machen, dass ich möglichst eher auf Zeitraffer mache und dafür halt auf viele Cuts verzichte. Dann sieht man auch ein bisschen mehr, wie ich das so mache. Aber hier und da muss ich halt doch mal einen Cut setzen. Was wir heute machen werden, ist ein Versuch. Und das Projekt wird ein bisschen länger dauern. Ich werde es aber versuchen, als ein Video hochzuladen, wenn es nicht allzu lang dauert. Das wird so über einen Monat laufen, vielleicht auch etwas länger, je nachdem, wie gut es läuft oder auch wie schlecht es läuft. Und zwar kochen wir heute. Wobei wir eigentlich nicht kochen, sondern eher mixen. Ich habe hier schon so einen Mixbecher für so einen Pürierstab. Dann habe ich hier frische Buttermilch, Bio. Dann habe ich hier Agatine und Geliermittel, das habe ich mir gedacht, könnte praktisch sein. Ich weiß aber nicht, ob das damit funktioniert, das ist alles ein Versuch. Und dann haben wir hier Rohrrohzucker. Was ich hier mache, das kennt ihr vielleicht schon von Facebook oder YouTube oder so, das ist nämlich Moos-Graffiti und das Moos werde ich jetzt sammeln. Gleich. Das haben schon viele Leute versucht und die meisten haben es nicht nur wirklich hinbekommen. Viele haben es gar nicht hinbekommen. Es gibt total viele Videos, wo sie zeigen, wie sie das schön mixen und herstellen und dann auch schöne Muster damit auf die Wand malen. Aber nur ganz, ganz wenige Leute zeigen dann auch, ob es wächst, wie schnell es wächst, was man dann machen muss, dass es wächst. Und für diejenigen von euch, die noch überhaupt gar nichts davon erfahren haben, man nehme Moos. Und zwar, da liegt der Fehler von ganz vielen Leuten, da bin ich mir sicher, die nehmen das falsche Moos. Es gibt ja tausende verschiedene Arten von Moos. Also man nehme Moos, wasche das ein wenig, tu das in so einen Mixbecher hier rein, dann tut man Buttermilch und Zucker dazu, manche tun sogar noch Bier dazu, andere tun so ein Zeug rein, was das Wasser so halt hält, irgend so ein Natrium, irgendwas, gedönsen. Dafür habe ich dieses Agatinepulver, das soll das Ganze ein bisschen feucht halten. Ja, und dann wird diese Paste auf eine Wand gemalt, die möglichst nicht allzu sehr der Sonne ausgesetzt ist und muss regelmäßig feucht gehalten werden. Ach, hallo Hendrik. So, da bin ich schon wieder. Ich wurde kurz abgelenkt. Kam nämlich ein Kumpel vorbei hier aus dem Dorf. Also ich war dabei zu sagen, dass die Pampe, die man dann gemixt hat, die wird dann halt aufgetragen auf einen Untergrund, der möglichst von der Sonne etwas abgewendet ist. Vielleicht wissen ein paar Leute, wenn man im Wald ist, kann man sich oftmals recht gut daran orientieren, auf welcher Seite der Bäume das Moos wächst. Nämlich immer nördlich. Weil an der nördlichen Seite relativ wenig Sonnenlicht drauf kommt. An den Ort, den ich mir ausgesucht habe, muss man wahrscheinlich nicht allzu oft rangehen, um da nass zu machen. Der ist nämlich relativ von der Sonne abgewendet. Das Problem ist aber, dass auch kein Regen drauf fällt. Das heißt, von sich aus wird es nicht unbedingt nass. Wir werden jetzt jedenfalls Moos sammeln. Ich nehme euch mal mit. Es kann jetzt ein bisschen wackeln, weil die Kamera recht schwer ist. Ich filme mit der Canon EOS 700D, falls es jemanden interessiert. Und dann würde ich sagen, los geht's. Dieser wunderschöne Tisch hier war mal unglaublich hässlich. Es war einfach nur so ein Betonklotz, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wofür der gut ist. Ich habe dann hier so ein bisschen Blumenerde drauf getan. Da war vorher einfach gar nichts. Dann habe ich da ein paar Moosplatten drauf gesetzt. Dann ist da noch so ein anderes komisches Kraut gewachsen, das auch schön flächendeckend ist. Dann wächst hier sogar eine wilde Walderdbeere. Hier diese Rinne drumherum habe ich auch mal mit so Moosplacken, wie hier zu sehen sind, aufgefüllt. Aber Amseln haben das unglaublich lustig gefunden, die Tiere darunter aufzuessen. Deswegen haben sie immer alles weggescharrt. Muss ich mal wieder neu einrichten. Jedenfalls zeige ich euch diesen Tisch, weil ich mir gedacht habe, dass diese kleine Wand hier von außen nicht allzu sehr zu sehen ist. Das heißt, falls es nichts wird, ist es nicht allzu hässlich. Also Gartenzaun hier so, ne? Sieht kaum einer. Ah, da hinten sind die Enten. Süße Enten. Das sind meine Abornenten, ja. Wenn ihr auch welche werden wollt, könnt ihr das Video abonnieren. Wortwitz. Mach ich gern sowas.
Also hier kommt unser Experiment hin. Also nicht allzu groß, aber schön. Ich habe vor, ein Yin-Yang-Zeichen zu machen. Man sieht, hier wächst von sich aus ein Moos. Das ist sehr fein. Sehr, sehr fein von den Blättchen her. Könnte man eventuell nehmen. Wenn es diesmal nichts wird, dann nehme ich dieses Moos. Ich werde allerdings ein anderes nehmen. Nämlich das, was hier auch schon liegt. Ich weiß gar nicht, wer das hier hingelegt hat. Aber wir haben hier so ein schönes, hässliches Häuschen. Und da tun wir immer Moos drauf, das irgendwo runterfällt. Und dieser Placken hier ist so schön weich. Das ist unglaublich. Der ist von unserem Dach gefallen und dann haben wir den hier drauf getan. Der ist einfach wunderschön und stört hier nicht. Und hier wächst eben auch noch dieses andere Moos. Und ich denke mal, dieses hier werde ich benutzen. Wobei, das hat sehr große... Das ist fast schon zu groß, oder? Die Frage ist nämlich, wenn ich das mixe, es müssen ja noch Pflanzenbestandteile ganz bleiben. Hier sind zwar auch Sporen, ich weiß nicht, ob man das erkennt, diese kleinen Teile, die halt die Sporen hervorbringen. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Auf jeden Fall habe ich hier, wo die ganzen Bonsais stehen, wo es auch bald mal wieder neue Videos zu gibt, hier auf dieser Terrasse wächst eben auch ganz viel von diesem Moos. Und das ist einfach so robust und widerstandsfähig. Das wächst hier, wo es manchmal unglaublich trocken ist, manchmal halt auch recht feucht ist. Und es wächst sogar da, wo oftmals Sonne drauf scheint. Und weil es hier halt alles zuwuchert und das Holz natürlich darunter total weggammelt, werde ich wahrscheinlich dieses Moos verwenden. Hier könnte das Moos eher stören, deswegen tun wir es dahin, wo es nicht stört. Hoffentlich klappt es. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen was entfernen. Fangen wir doch mit diesem Zeug hier an. Ich lege mal die Kamera hier hin. Dann zücken wir ein Messer, klack, und dann gucke ich mal, wie das so abgeht. Es geht ziemlich schwer ab. Kann natürlich bedeuten, dass es sich dementsprechend auch gut mit der neuen Unterlage verbinden wird. Doch, ich glaube, das könnte funktionieren mit dem hier. Schöner Placken. Das ist ja auch unglaublich schnell gewachsen. Und wir brauchen ja ein schnell wachsendes Moos. Dieses kleine, was ich eben gezeigt habe, ist ziemlich langsam gewachsen und wächst halt auch immer noch sehr langsam. So, Messer schön versaut. Mein schönes neues Messer. So, dann wollen wir das Moos jetzt mal nehmen, in den Mixbecher tun. Dann wasche ich das ein bisschen ab, damit nicht allzu viel Zeug ist, was dem Mixer schaden könnte, wie kleine Steinchen oder so, wobei ich das hier bei dem Holz, glaube ich, nicht so befürchten muss. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Kalt hier draußen. So, hier bin ich aber wieder. Ich habe das Moos hier in den Becher getan, ein bisschen gewaschen und Wasser dazu getan. Sieht komisch aus. Auf jeden Fall komisch. Naja, da kommt was raus. Naja. Auf jeden Fall wird das jetzt aber noch komischer werden. Wird so eine Art Smoothie und ihr hört hier die Enten im Hintergrund. Das sind meine Abernenten, ja. So, okay, es wird jetzt ein lebender Smoothie quasi. Und dazu, ich freue mich ja schon drauf, den Rest dieser Buttermilch hier zu trinken. Ich liebe Buttermilch. So. Kommt das hier mal dazu. Hätte man das schütteln müssen. Wäre vielleicht schlau gewesen, aber jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Habe ich schon aufgemacht. Ja. Zu spät. Ich mache hier eine Riesensauerei. Tun wir da mal was rein. Sieht man das noch? Ja. Wunderschön. Einfach traumhaft. Ein bisschen noch. Prost! Das werde ich jetzt nebenbei ein bisschen trinken. So. Tut mir leid für alle, die jetzt keine Buttermilch mögen und das eklig finden, aber kann ich ja nichts für. Jetzt tun wir ein Beutelchen von diesem Agatine-Zeugs da rein. Ich
bin so gespannt, ob das klappt. Bei vollen vielen Leuten hat das nicht geklappt. Kommt jemand mit dem Rasenmäher oder so? Ich sag dazu nichts. Das ist kein Rasenmäher, das ist ein kleines... Hört man mich überhaupt? So ein kleines Kinder-Rumschiebegerät. So, und diese wunderschöne Paste hier sieht sehr appetitlich aus. Was ich noch sagen wollte, das Agatine, wenn man das wie Gelatine benutzt, das ist ja wie vegane Gelatine eigentlich, wird aus so einer Alge gewonnen. Dann muss man das kurz aufkochen und danach erkaltet das dann ziemlich rasch. Aber wir wollen ja hier kein Gelee haben, wir wollen, dass das einfach so ein bisschen Wasser hält. Und dafür müsste das auch so ausreichen, deswegen tue ich das einfach so da rein. Wenn ich das jetzt kochen würde, das Ganze, wäre natürlich das Moos tot, ne? Man kocht ja keine Pflanzen, bevor man sie einpflanzt. So, da ist zwar schon ein bisschen Maltodextrin drin, ist auch eine Art von Zucker, aber ich tue trotzdem noch so ein bisschen Zucker rein. Ich habe jetzt dummerweise keinen Würfel mitgenommen, Löffel. Also ein bisschen Zucker kommt noch dazu. So, ein Teelöffelchen. Und jetzt werde ich das Ganze gleich drin mixen, aber noch ein Schlückchen. Das geht nicht ohne Schlürfen. Ohne Scheiß. Aber es schmeckt total gut. Njam, njam, njam. Lass es uns mixen. Hey, bis gleich. Das dürfte reichen. Ich bin schon verrückt. Ich bin eindeutig verrückt. Das riecht eigenartig. Es riecht wie Buttermilch mit Moos. Zum Glück habe ich gerade noch einen Pinsel gefunden, sonst wüsste ich nämlich gar nicht, wie ich das Ganze auftragen soll. Wunderschön einfach. Und es ist tatsächlich viel zu viel für diese kleine Wand. Mal gucken, was ich damit noch anstelle. Aber ich würde sagen, lasset das Kunstwerk beginnen. Auf die Kunst. Los! Wir haben hier ein schönes Färbchen für die Gärtner, ne? Mit Moos und Buttermilch, wunderschön lecker und so. Das ist viel flüssiger geworden, als ich dachte und wollte. Aber wenn man hier so mit dem Pinsel reingeht, kriegt man da eine schöne Fuhre. Ne? Willst du mal schlecken? Ach, sau lecker. Das stimmt nicht. Theoretisch müsste man sogar essen können, aber ich werde es jetzt nicht versuchen. Das ist ja einfach nur Moos und Moos ist bestimmt nicht giftig. Dann ist da dieses Agatine-Zeug drin. Ein bisschen Zucker. Und Buttermilch auch. Also, kann gar nicht so schlimm sein, wie es riecht. Guck ich mal, ob man das mit dem Pinsel hier so auftragen kann. Sieht man das auch? Irgendwie. Das ist viel zu flüssig. Ich werde mal versuchen, ein bisschen Flüssigkeit abzulassen. So flüssig ist es jetzt auch wieder nicht. Naja, wird schon werden. Oder eben auch nicht. Ich glaube fast, ich nehme das mit dem Pinsel raus. Dann habe ich so ein bisschen feste Masse. Kann ich dann hier so auftragen. Also damit gerechnet, dass es irgendwie anders aussieht. So, jetzt werde ich mal freihand hier ein Lineal-Zeichen drauf versuchen.
Tapezieren, Malen kann man das ja kaum nennen. Ja. Aber es hält immerhin schon mal. Ich weiß nicht, ob dieses Agatino irgendwas gebracht hat. Ist das eigentlich normal für Nachbarn, dass die nicht still sind? Kann gut sein. Stört mich ja sonst nicht, aber immer wenn ich Videos mache, fällt es mir auf. Vielleicht bin ich ja auch nie still. Ich meine, ich sitze quatschend im Garten. Im Nachbarn, genau. Ich sitze im Nachbarn. Nee, ich sitze quatschend im Garten und laber mit einer Kamera, während ich eklige Soße auf Wand auftrage. Nee, ich bin nicht verrückt. Garantiert nicht. Das heißt YouTuber. Ich meine, ich habe schon 5 Abonnenten, ich bin schon echt fame. Ich glaube, ich mache... Also wenn ich 10 Abonnenten habe, dann mache ich ein Special, aber ich weiß noch nicht was. Eigentlich wäre das hier ideal für ein Special, aber ich hätte jetzt Lust, es zu machen. Mal kurz zwischendurch, wenn man sich diesen Pinsel hier so ansieht und ich versuche mal, dass die Kamera da drauf scharf stellt. Wenn man sich das hier mal so ansieht, sieht man eindeutig kleine Moosstücke. Und die setze ich ja da drauf. Und da ist ziemlich viel Zeug, was Nährstoffe enthält, dabei. Und deshalb bin ich relativ zuversichtlich, dass es tatsächlich funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre das sau geil. Dann werde ich euch genau sagen, wie das hier funktioniert hat. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass man weniger Flüssigkeit nehmen muss. Denn das hier ist einfach total flüssig und man muss hier quasi das Zeug rausfiltern, was mit diesem Pinsel sehr schön geht. Ging wahrscheinlich mit einem eckigen besser. Also hat man hier so einen Batzen und den trage ich auf und das reicht vollkommen aus. Da muss man nicht so viel Flüssigkeit dabei haben. Man kann sich auch mit den Fingern schön rausangeln. Lecker. Jetzt ist das schon fertig eigentlich, aber... Ich mache noch einen Verzierkreis da drum rum. Bisschen bitter. Ich liebe ja so Sauereien. So, das hier wäre jetzt mein Kunstwerk und ich habe das Moos einfach relativ dick aufgetragen. Ich hoffe, dass es wächst. Ich hoffe auch, dass dieses Agatine-Zeug so ein bisschen die Feuchtigkeit drin hält, damit es nicht allzu schnell austrocknet und nicht bröselig wird und abfällt. Aber es ist ja durch diesen Stein hier, auch wenn es ein Betonstück ist, durch Regen geschützt. Das bedeutet, ich werde es manuell mit so einer Sprühflasche ganz fein feucht machen und es wird vom Regen nicht abgespült. Das war mir recht wichtig. Sonne kommt so von da oben und so ist hier also durch das Teil geschützt und etwas von der Sonne abgewendet. Ich denke, die Chancen stehen recht gut, weil eben wirklich, wie gesagt, noch ziemlich große Moosstücke drin sind in dieser Brühe.
Und das übrige Zeug hier ist jetzt fast nur noch Buttermilchzeug mit ganz feinen Moosteilen, die ich nicht mehr rausfiltern kann, so einfach. Könnte man natürlich mit einem Kaffeefilter machen, aber mir reicht das, was ich da drauf habe. Ich werde das hier allerdings in ein Glas tun und in den Kühlschrank tun. Und dann eventuell noch mal ein bisschen von diesem Zeug hier so drauf träufeln, so zum Feucht machen. Denn das enthält ja jetzt auch Nährstoffe, dafür ist ja die Buttermilch und der Zucker da und auch das Agar-Agar-Zeug. Agar-Agar ist übrigens die Alge, Agatine ist nur das Zeug, was daraus gemischt wurde mit dem, ja quasi als Gelatine-Ersatz, deswegen Agar-Agar und Agatine. Das enthält alles Nährstoffe und deswegen werde ich dieses Nährstoffsubstrat aufheben und wenn es austrocknet, mein Kunstwerk damit gießen und ich muss mal wieder laut reden, denn im Hintergrund fahren dauernd Autos. Wundervoll. Aber das hier hält jetzt erstmal. Da Moos sich die Nährstoffe nicht durch Wurzeln aus der Umgebung rausholt, Moos hat nämlich gar keine Wurzeln. Es gibt nur ein paar Wurzeln, paar Moose, die haben so ähnliche Strukturen, die heißen Rhizoide. Und da eben Moos mit den Blättern Nährstoffe aufnehmen kann, kann man das so zerstückeln und da auftragen. Das ist auch der Grund, warum das funktionieren müsste. Es hat bei manchen Leuten funktioniert. Wir werden sehen, ob es bei uns funktioniert. Bleibt dran, ihr werdet es noch in diesem Video sehen. Ich werde das ziemlich kurz schneiden. Es kann aber trotzdem sein, dass das Video sehr lang wird. Denn es hat mich tierisch genervt bei ein paar YouTubern. Die haben das einfach gezeigt. Hier, so geht das. Reinmixen, ne? Die Zutaten hier, so geht das. Rum. So, auftragen, schön. So wie jetzt. Also bislang ist das hier das Video, was ich gesehen habe bei Leuten. Aber dann ging es nicht weiter. Und ich habe auf dem Kanal geguckt. Es wurde kein Update gemacht. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, langweilig, hat nicht funktioniert. Und falls es bei mir auch so ist, dass ich sage, langweilig, hat nicht funktioniert, bleibt an dem Video. Ich werde das Resultat an dieses Video anfügen. So. Genug gelabert. Muss ich ja noch alles schneiden. Und wahrscheinlich den Großteil auch ausmachen. Gut. Bis gleich. Beziehungsweise bis morgen, übermorgen, nächste Woche, wann auch immer. Es weitergeht. Tschüssi! So, das ist jetzt Tag 6 unseres Versuchsvideos zum Moos-Graffiti. Ich habe bislang immer jeden zweiten Tag ein Video nach Twitter hochgeladen, werde heute wieder eins hochladen. Allerdings ist heute leider das Experiment fürs Erste vorbei, denn unser Kunstwerk ist total verschimmelt. Offensichtlich war das Zeug, was wir dazu gemischt haben, viel zu nährstoffreich. Und da ist ziemlich viel Zeug, was Nährstoff enthält, dabei. Und deshalb bin ich relativ zuversichtlich, dass es tatsächlich funktioniert. Es sieht jetzt so aus. Sieht zwar ganz nett aus, wird natürlich aber nicht weiter wachsen. Wie dem auch sei, bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde das wieder versuchen. Ich werde mich noch ein bisschen schlau machen. Es gibt ja viele Leute, die sowas ausprobiert haben. Und dann werde ich nochmal verschiedene Mischungsverhältnisse versuchen. Mal mit weniger Zucker oder sowas. Oder vielleicht fällt euch irgendwas ein. Ich bin für alle Tipps und Ideen dankbar. Also wenn ihr irgendwie sowas noch nie versucht habt, trotzdem eine Idee habt, wie es eventuell funktionieren könnte, dann schreckt nicht davor zurück, es in die Kommentare zu schreiben. Ich bin echt für jede Hilfe dankbar. Ich will das nämlich schaffen. Ich möchte so ein Moos-Graffiti herstellen, denn das sieht einfach so cool aus, wenn das fertig ist. Und das muss ich auch schaffen. So. Also, Versuch 1 ist offensichtlich fehlgeschlagen. Versuch 2 kommt. Auf jeden Fall. Wann weiß ich noch nicht, wenn ich genug Ideen habe, wie es besser gehen könnte. Bis dahin zeigt mir durch eine Bewertung, wie ihr dieses Video fandet. Soll ich öfters mal solche Sachen ausprobieren? Gibt es andere Sachen, die ich ausprobieren soll? Irgendwas, was mit Garten zu tun hat oder vielleicht auch mal was völlig anderes? Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben.
Irgendwas ausprobieren mache ich unglaublich gerne und wenn ich das dann noch bei YouTube irgendwie zeigen kann, ist das natürlich nochmal cooler. Dann könnt ihr daran teilhaben. Vielleicht funktioniert es ja das nächste Mal, wenn ihr irgendwas ausprobieren, wäre ja nicht schlecht. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen soll und man sieht sich. Bis dann, ciao, euer Don Meles. Ja, geil. Es wächst auch noch kein Moos da, das bedeutet, wenn es ein genialer Ort wäre, ist es nicht, dann wäre da bestimmt schon Moos. Boah, ich kann echt nicht reden. Auf den Schaffstein, bitte! So. Okay.